Steht da mein Name? Da steht mein Name! Da steht mein Name, Leute! Habt ihr das gerade gesehen? Da stand mein fucking Name! Alright, Leute, willkommen zurück zu Geometry Dash! Und zwar wieder mal eure Community Levels. Wir haben jetzt schon gesamte 11 Levels, die ihr mir zugestellt habt. Und wenn ich da die Plays und Downloads sehe und die Thumbs up, sehe ich einfach, dass ihr Bock drauf habt. Der erste Level ist von Benotron und zwar namens Hasten mit dem Song Surface auf Hard. Aber ist ein kurzer Level anscheinend. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Oh, bin direkt, oh, das ist super. Der dunkle Level ist dunkel. Okay. Jump. Dude, ich sehe nichts. Was? Practice Mode. Das ist doch nicht hart, das ist fucking insane. Okay, da muss man sich droppen lassen und dann springt man da hoch. Und da muss man wieder hochspringen. Jesus. Okay, werde es wahrscheinlich nie hinkriegen, diesen Level. Hör auf, chill, game, lass mich mal, okay, warte, okay, drop, shit, drop, jump, fuck. So, zählt mal die Fucks, die ich in dieser Folge bringe, das wird ein Deluxe, oh Gott, so viele Deaths. ich warte mal, ey. So, jump, drop, jump, fuck you, man. Oh, ich bin weiter, was ist das hier? Alter, wie krass ist dieser Level. Aber bestimmt nicht hart. Das ist definitiv nicht hart. Ich habe Hard Levels gespielt. Die kriege ich in den ersten Try inzwischen fast down. So, warte. Hoch. Jump. Fuck. Oh, Mann. Ich komme hier keinen Zentimeter weiter. Ich meine, das Level-Design ist abgefahren. So, Mann. Setz endlich mal einen Checkpoint. Ich will hier weiterkommen. So, drop. Jump. Drop. Fuck you. Oh, Mann. Setz einen Checkpoint. Ich will hier weiterkommen. Oh, ich bin weiter gewesen für ein paar Sekunden. So, ich habe endlich einen neuen Checkpoint. Das macht die Sache chilliger. Was? Oh, dunkler Level ist dunkel. What the fuck ist das, ey? Wer bewertet das noch mit hart? Was habt ihr für ein Problem? Das ist kein hart, das ist fucking insane. So, ich slide einfach mal an der Decke und verrecke. So, was? Oh, da ist ein UFO-Teleportal. Ja, das ist klar, habe ich gesehen. Bei so viel Licht hier, da scheint mir nicht mal die Sonne in den Arsch rein, ey. Scheiß auf das UFO, ich werde einfach Flugzeug. Ich glaube, mit Flugzeug komme ich hier echt besser weiter. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das eine Falle oder so. Oh, hat er einen Checkpoint gesetzt? Er hat einen Checkpoint gesetzt. Oh Gott. Das war die Kurve des Todes. Ich kriege diese letzte Kurve nicht hin. Nicht mal im Practice-Mode. Das ist doof. Oh, Bitches. Practice-Mode, dann. Benotron, eine kurze Frage. Kannst du diesen Level auch härter machen? Ich fand den ein bisschen schwach. Aber auf jeden Fall Daumen hoch. Aber ich bewerte das Ding mit einer vollen 8, ey. Scheint nicht mal Deutscher zu sein. Warum schickt er mir ein Level, wenn er kein Deutscher ist, oder? Er schreibt es auf Englisch. Wer weiß, vielleicht. Ich weiß es nicht. So, wir haben wieder ein Level vom Player. Hatten wir das nicht schon mal? Oder hat er irgendwas geupdatet? Wir versuchen es. Nee, das ist neu. Und ich slide einfach an der Decke und fahre. Danke. Aber der ist sau kurz. Der ist sau kurz. Das ist sau geil. Wow, wow. Okay, den schaffe ich. Den schaffe ich. Er hat auch gelacht, wenn ich nicht... Das ist der kürzeste Level, den ich bisher hatte und ich find's geil. Ich find's geil. Fuck, ey. Okay, der ist sau kurz, aber dafür sau schwer. Wie soll ich da durchkommen? Da ist so ein Fitzellücke, wo ich mit einem fucking Flugzeug durchfliegen muss. Okay. What? Okay, wir sliden erstmal auf den Boden. Droppen nicht. Bodenslide. Hier komme ich auch nicht durch. Okay, Bodenslide. Hoch. Drop. Es geht kein Drop, ey. Mann, ich dachte, das wäre ein sau kurzer Level, den ich easy peasy schaffen kann, aber diese letzte Stelle hier, was soll das? Das macht mich kaputt. Ich krieg diese Kurve nicht. Oder soll ich unten bei den Stacheln durch? Aber das ist so eng da. Da ist jede Jungfrau neidisch dagegen, du. Wie komme ich da durch? Was? Ey, ich schaffe hier inzwischen schon echte harte Levels, ne? Rote und so weiter. Aber ihr schafft es mir, einen blauen Level vor die Füße zu werfen, wo ich mich wie ein Versager fühle. Oh, Practice Mode geschafft. So, jetzt muss aber noch ein Real Try hin. Ich will jetzt das noch in Real Try machen. Wer doch gelacht, down. Okay, wenn man es raus hat, ist es vielleicht gar nicht so schwer. Ich hatte echt Probleme. 3 Attempts, finde ich gut. Ist aber hart in meinen Augen. Kurz und knackig krieg's als Kommentar. Ich schreibe mal knackig. So. Der nächste Level heißt Hasten Auto von Justus Gaming oder Justus Gaming YouTube. Den habe ich schon in den Kommentaren gesehen. Komm mal, zeig mir dein Auto-Level. Zeig mir, wer das Ding hier jumpt. Oh, das geht ab, das geht ab. Und ich habe gleich direkt 3 Münzen gesammelt. Woo, easy. What? Oh, da sind einfach so Jump-Pads in der Luft. Klar, kann man machen. What?
Bäm und Level Down. Das nenne ich mal kurz und präsent. Und man kriegt sogar 3 Euro kostenlose Coins. Was will man mehr? So, netten Kommentar und einen Daumen hoch hinterlassen. Ist doch schön. So, was haben wir hier? Hey, ist ein Case-Clicker. Jemand hat ein Case-Clicker-Level für mich gemacht. Wie kann das denn funktionieren? Mal gucken. Ey, steht da mein Name? Da steht mein Name! Da steht mein Name, Leute! Habt ihr das gerade gesehen? Da stand mein fucking Name! Holy shit! Der Case-Clicker-Level, da steht mein Name drauf und ich gehe dabei volle Kanne ab und verrecke. Wenn ich so einen Namen im Hintergrund sehe, da weiß ich direkt, der hat's nur für mich gemacht, den Level. Das ist für mich. Hoffe ich mal. Vielleicht hat er den Namen auch einfach nur geändert. Hat er nicht. Hat er doch nicht. Fuck! Das waren die Cases! Ich voll Hong überspringen sogar ein Freecoin, weil was stimmt mit mir nicht. So, aber nochmal, das wäre doch gelacht, wenn ich das hier... Ich will einen Coin haben und ich will mir dann das Case-Bild da nochmal angucken. Da waren die Cases von Case-Clicker. Guckt euch das an, die kommen gleich. Fuck! Ach, das sind die Skins! Und da war sogar der Trendstreifen drin. Der Trendstreifen, der das ganze Skin auswählt. Holy shit, so ein cooles Case-Clicker-Hintergrundbild. So geil! Definitiv Daumen hoch. Es war ein Easy-Level. Sehr cooler Level. Freut mich echt, dass du das für mich gemacht hast. Ist das auch auf meinen Kanal bezogen? Und das freut mich eigentlich am riesigsten, wie auch immer. Der nächste Level ist How Haste Dein Auto von Ultra Dasher. Und zwar bei dem Song At the Speed of Light. So, zeig mir dein Auto-Level. Oh, die Musik ist episch. Und warum glitscht er da durch die Wand? Warum kann er durch... Holy shit, sogar Split-Dinger. Guckt euch das an. Wie so krass ist das gemacht. Ja, bei dem Song kriege ich jeden Level down. Das ist so auf Speed. Guckt euch das an, ey. Das geht ab. Thanks, hat er noch zum Schluss geschrieben. Gibt's Free Coins? Free Coins freue ich mich immer. Thank you. Playing my level. Boing, 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 boing. Von Ultra Dasher hat er zum Schluss noch reingepackt. Sau cool gemacht. Hast auf jeden Fall schön gemacht. Justus Gaming YouTube hat mir einen zweiten Auto-Level gemacht. Okay. Dann zeig es mir. Das ist doch derselbe wie vorhin. Dude. Gib schon wieder Free Coins. Okay? Gegen Free Coins sage ich nicht. Ich weiß nicht, warum du den zweimal eingesendet hast. Und der letzte Level ist vom Player schon wieder. Wow. Tomatensaft over 9000 hat er als Kommentar reingeschrieben. Mal schauen, was er mir hier präsentiert hat. Und ich verrecke. Okay, ich dachte, ich kenne den Level, aber nee, ich kenne ihn nicht. Oh, der Drop. Oh, das blinkt. Und ich bin tot. Okay, scheint ein normaler Level zu sein. Bisher haben wir sehr viele Auto-Level gehabt und eigentlich ganz cooler Shit. Und der ganze erste Level war mir ein bisschen zu hart. So, jetzt aber. Guck mal, der hat sogar kleine Gesichter reingepackt bei den Steinen. Erinnert mich an Super Mario. Oh, okay. Bin safe. Invisible Spikes. Gut zu wissen. Aber der Abstand ist okay. Und von daher super machbar. Oh, der Speed. Er holt Speed. So, Speed. Speed is key. Oh, etwas weiter hoch. Fuck. Der Fuck-Counter wird heute extrem. Gucken, wer mitgezählt hat. Würde mich mal echt interessieren. Allein im ersten Level habe ich, glaube ich, 50 Mal das Ding gedroppt. So. What? Okay, an die Decke. Überrascht mich nicht. So. Das läuft gut. Und drop. Oh, hoffe, es hat dir gefallen. Ja, klar. Bin ich schon fertig? Oder verarsche mich gerade. Ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Level. 3 Coins. Circa Jink. Und es gibt ein bisschen Auto-Jumping. Und dann. Hell yes, ich habe ein Level geschafft. So, das war aber... Ja, easy Level doch. Es gab nur 2 Stellen, die wirklich heftig waren. Aber kriegst einen Daumen hoch. Toll, jetzt habe ich das kleine D geschrieben. Na gut, ich hoffe, der ist nicht sauber. Der Case-Clicker-Level war auf jeden Fall cool. Auf meinen Kanal zugeschnitten. Darüber freue ich mich natürlich am meisten. Das waren eure Community-Levels vom letzten Mal. Ihr könnt mir gerne mehr erstellen. Ich werde die immer wieder mal hier spielen. Hoffe ich mal, solange ein paar Levels reinkommen. Klickt mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr auch offizielle Levels, die ich spiele. Und auch die letzte Community-Folge. Hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.